Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Es ist Feierabend und das Werkzeug haut ab und wir sind im Pausenhof vom Katzenstift oder stehen daneben und blicken auf den Nesenbachkanal und zwar links der Bypass. Und auch hier sehen wir, der Deckel ist offen. Das bedeutet, bald kommt die Umschaltung. Also, noch fließt es links vorbei und rechts im Bild die Wand wird entfernt und dann geht es durch den Nesenbach-Düker. Na, kriege ich das jetzt noch scharf geregelt und hell? Ein bisschen wird es noch was auf. Obwohl, eigentlich ist es gar nicht so appetitlich, was man da unten sieht. Also das war jetzt Automatik und nicht Zensur von unappetitlichen Sachen. Ja, und hier der ursprüngliche Kanal. Und die Mauer unten im Bild muss weg. Dann fließt ein Teil noch durch den ursprünglichen und weiter hinten kommt dann der Nesenbach-Düker. Und dann war es das. Ein kleiner Tunnel in offener Bauweise. Wenn ihr wissen wollt, wie sowas funktioniert, dann schreibt es mal rein. Jochen kann es beantworten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.